Die Menschheit kennt zwei wichtige Methoden zum Guss und damit zur additiven Herstellung von Metallfiguren. Die erste und jüngere dieser Methoden ist das Hohlgussverfahren, die zweite das Vollgussverfahren. Dieses ist wesentlich primitiver als das erstere. Seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte gab es natürlich auch in der Kunst Entwicklungen. So wurde zum Beispiel von der ursprünglichen Bildhauerei in Stein gegen 500 vor Christus zum modernen Hohlgussverfahren umgestiegen. Dazwischen gab es noch das Vollgussverfahren. Dieses Verfahren ist älter und primitiver als das Hohlgussverfahren und zeichnet sich dadurch aus, dass die Figuren massiv sind. Das heißt, sie bestehen aus einem Stück Metall und haben innen keine Hohlräume. Beschäftigen wir uns nun erst einmal mit den Grundlagen des Hohlgussverfahrens. Ein einfaches Beispiel hierfür ist zum Beispiel ein Schokohase. Liegt schon wie hier eine Form vor, kann die Schokolade, hier durch das Wachs dargestellt, einfach in die Form aufgetragen werden. Zunächst wird hierbei eine Grundierungsschicht gebildet, welche beim Schokoladengießen nicht erforderlich ist, da die Schokolade direkt in der Form auskühlt. Hier sollte es bei der Schokoladenfigurherstellung weitergehen. Die Form wird zunächst geschlossen und anschließend verriegelt. Das Werkmaterial, hier durch das Wachs repräsentiert, wird eingefüllt. Eine größere Menge des Materials als die anschließende Masse des fertigen Produktes ist hier nötig, denn das Material wird nachher wieder hinausgekippt. Das ist ein Bestandteil dieses Prozesses. Das Material nutzt diese Zeit in der Form, um auszukühlen und zu erhärten. Das überschüssige und nicht hart gewordene Material wird wieder ausgekippt. Der Rest hat innen eine festere Schicht an der Formwand ergeben. Das bei der Öffnung der Form erhaltene Werkstück ist hohl und weist an der Seite, dort wo sich die Formhälften treffen, eine Naht auf. Erforschen wir nun das Hohlgussverfahren im Detail. Zunächst wird ein Tonmodell hergestellt. Dieses repräsentiert das fertige Stück in Form und Ausmaßen. Darum wird nun eine neue Tonhülle gelegt. Diese ist das sogenannte Negativ. Das Positiv, die ursprüngliche Form, wird entfernt. Eine Wachsschicht wird an der Innenseite des Negativs aufgetragen. Die Tonfüllung, der Hohlraum, wird eingeführt. Nun wird das Metall eingegossen. Es schmilzt die Wachsschicht, die vorhin aufgetragen wurde, und füllt damit den Innenraum zwischen der Füllung und der Tonhülle, dem Negativ, aus. Bei Öffnung der Form und nach Abkühlung bleibt nur noch das Figurmaterial, das Metall, übrig. Dieses bildet die anschließende Figur. Es entspricht den Ausmaßen und der Form des Positivs. Wir sind nun die gesamte menschliche Geschichte der Bildhauerei durchgegangen. Von der einfachen Tonskulptur über Schokoladen-Osterhasen, Vollgüsse und die modernen Hohlgüsse. Diese bilden das Rückgrat unserer modernen plastischen Kunst.